Okay, Uwe. 4:1 gegen die U23 des VfB Bochum. Gratuliere. Auf dem Ergebnis, auf dem Papier, so ist ein klares Ergebnis. Wie viel Arbeit steckt aber eigentlich dahinter? Naja, heute vor allen Dingen erstmal die Fähigkeit als Trainer in vielen, vielen Situationen auch ein Auge zudrücken zu müssen, was die eigene Qualität des Spiels angeht. Ich glaube, wir haben heute ein Spiel gesehen, das ohne die Tore eigentlich andersherum ausgehen kann. Denn VfL Bochum hat uns nicht nur kalt erwischt, sondern hat auch in der Folge eigentlich den ansehnlichen Fußball gespielt. Aber wir haben die Naivität des Gegners letztendlich ausgenutzt und waren da vorm Tor sehr, sehr effizient. Und irgendwo, glaube ich, war mit dem 3-1, mit dem relativ schnellen 3-1 nach der Pause, dann auch irgendwo der Deckel auf dem Spiel. Weil ich dann von draußen her nicht mehr so das Gefühl hatte, dass Bochum ausreichend Qualität und Laufstärke hat, um dieses Spiel dann noch zu drehen. Trotz alledem müssen wir natürlich über die ersten 45 Minuten reden, denn außer Effizienz können wir da auf der positiven Seite nicht allzu viel festhalten. Und das stimmt mich schon ein bisschen nachdenklich, auch ein bisschen traurig. Denn letztendlich wollen wir uns eigentlich nicht zu Siegen mogeln. Ich war davon überzeugt, dass diese Zeit eigentlich vorbei ist. Wir wollen da eigentlich selbstsicherer auftreten. Wir wollen mit mehr Lauffreude, auch letztendlich mit mehr richtigen Entscheidungen bei eigenem Ballbesitz agieren. Und das ist uns heute nur phasenweise gelungen. Und am Ende muss man mit Sicherheit sagen, dass wir mit dem 4-1 wahrscheinlich ein, zwei Tore zu hoch nach Hause gehen. Aber wenn du so früh 4-1 führst gegen einen Gegner, der dann in sehr, sehr geöffneten Positionen spielt, dann kannst du auch wieder den Hebel ansetzen und sagen, das wäre heute ein Spiel gewesen, bei dem du einen Gegner nochmal richtig deklassieren kannst. Das ist uns nicht gelungen. Aber ich glaube, am Ende muss man auch so selbstkritisch sein, zu sagen, dafür war wahrscheinlich auch heute unsere Form nicht gut genug. Kann man dieses Spiel in Anbetracht der kommenden Aufgaben gegen Siegen und Viktoria vielleicht so als eine kleine Warnung sehen? Insofern nicht, als dass ich glaube, dass die Mannschaft alleine von der Grundspannung, von der Konzentration, auch von der Herangehensweise an ein Spiel, dass sie mit Sicherheit in den nächsten zwei Wochen anders gefordert sein wird. Und dass alles, was um ein Spiel herum sich letztendlich so tut, das wird mit Sicherheit dazu beitragen, dass wir in eine höhere Grundspannung haben, dass wir einfach auch konzentrierter sind. Auf der anderen Seite, das habe ich eben gerade in der Pressekonferenz versucht darzulegen, wenn du tatsächlich den Eigenanspruch hast, eine Spitzenmannschaft in dieser Liga zu sein, in der Regionalliga West zu sein, dann musst du mittlerweile wissen, dass du mehr als zwei Punkte im Schnitt brauchst. Das ist schon wahnsinnig viel. Und wenn du mehr als zwei Punkte im Schnitt brauchst, dann musst du eben wirklich über die gesamte Spielzeit eine sehr, sehr hohe Konzentration haben. Dann musst du permanent deine Topleistung in der Lage sein abzurufen. Ansonsten wird es sehr, sehr schwierig, weil du dir hier keinen Hänger von 2, 3, 4 Spielen ohne eine größere Zahl an Punkten erlauben kannst. Dann ist der Zug nach oben abgefahren und das ist vor allen Dingen dann in der Nachbetrachtung eben wahnsinnig ärgerlich. Und ich bin eben dazu da, um neben taktischen und athletischen Dingen und technischen Dingen vor allen Dingen die Sinne zu schärfen und die Mannschaft immer wieder in eine Lage zu versetzen, in der sie maximale Konzentrationsfähigkeit hat. Weil wenn sie das hat, dann ist es eine ganz, ganz schwierig zu bespielende Mannschaft, eine sehr, sehr erfolgreiche Mannschaft, das zeigen die Punkte. Aber heute kann ich mit dem Teil der Spielvorbereitung definitiv nicht zufrieden sein, denn dafür haben wir zu wenig auf den Platz gebracht. Okay, danke dir.